Okay Leute, also ich muss jetzt das Video an der Stelle einmal nochmal kurz unterbrechen. Ich bin jetzt Paul aus der Zukunft und habe das Video gerade komplett geschnitten und wollte einfach nochmal vorab einmal sagen, das ist schon wirklich eine komplett random Nummer geworden. Also wir haben alles von Setup bauen, über Shindy Album Review, Geld zusammensammeln, Döner essen gehen und dann ganz am Ende den Leica Kameratalk, wo ich dann mich wirklich mal mit dem Tobi hingesetzt habe und wir einfach darüber geredet haben, ob das vielleicht, ob das Sinn machen würde für mich eine Leica zu holen, was er so dazu denkt, wie seine Erfahrungen mit der Leica sind und so weiter. Also da geht es dann auch um meine nächste Kamera. Aber dieses ganze Video ist so spontan entstanden. Ich hatte auch nicht mal ein Mikrofon dabei. Also die ganzen ersten Aufnahmen sind komplett ohne Mikrofon. Mir hat es aber tatsächlich richtig Spaß gemacht, das ganze Video aufzunehmen. Deswegen würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Für alle, die jetzt wirklich nur der Kameratalk interessiert, also wirklich nur Leica, ja, nein. Ich habe jetzt mal die Zeit kurz eingeblendet. Der kann dann einfach mal den ganzen lustigen, mega geilen Rest skippen und einfach nur dahin springen. Für alle anderen, die hoffentlich jetzt noch dran sind und weiterhin Bock haben, würde ich sagen, let's go! Ja, Leute, damit alles klar. Wo bin ich gerade, um die Frage erstmal als erstes zu klären? Ich bin gerade auf den Niederlanden auf dem Wucher-Festival noch. Da war ich jetzt die letzten Tage. Heute ist Montag, also der Abreisetag. Ungefähr 9 Uhr müsste es jetzt sein. Und da könnt ihr mal hier mal schauen. Das war hier an dem See. Da hinten überall waren die Stages. Wir haben hier in so einem Bungalow-Häuschen gewohnt. Also ihr könnt ihr hier sehen, halt direkt am Wasser. Ich war hier mit 6 anderen Homies. Das war richtig, richtig fett. Und ich habe das so ein bisschen als Urlaub genutzt. Also ich habe jetzt keine Kamera großartig mitgenommen. Also ich habe ein paar Bilder gemacht, aber nicht wirklich. Und ich habe jetzt auch nicht mega viele Stories die ganze Zeit gemacht. Auch weil man ja zu dem Festivalgelände, also da wo die Acts dann sind, ohne Presseakkreditierung keine Kamera mit wechselbarem Objektiv mitnehmen kann. Also eine GoPro könntest du halt mitnehmen oder so eine Sony RX Mark V oder eine Leica Q. Ich hatte auch ehrlich gesagt gar keinen Bock darauf, weil natürlich hätte ich Bock drauf gehabt, irgendwas zu fotografieren, aber ich wollte auch einfach mal nur chillen und deswegen habe ich jetzt nichts großartig gefilmt. Aber ich wollte trotzdem irgendwie die Stimmung so ein bisschen mitnehmen und deswegen dachte ich mir, ich mache heute einfach mal einen Vlog davon und ich bin ganz ehrlich mit euch, das kann super, super random werden, weil außer dem Fakt, dass wir gleich halt nach Köln zurückfahren, vielleicht noch kurz zwischendurch was essen, dann gehe ich vielleicht heute shooten, aber ich weiß noch gar nicht, ob das Model kann. Ich habe irgendwie gar keinen Akku, um ein Bild nachher im Auto zu posten, weil ich mein Aufladegerät vergessen habe. Ich habe euch ja auch vorgestern gefragt, dass ihr mir mal ein paar Themen schicken könnt, über die ich mal labern soll und da werde ich mich so ein bisschen dran orientieren und ich denke mal, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Aber der Lion und ich, kennt ihr vielleicht auch schon aus einem Video oder Foto oder so, wir müssen jetzt erstmal unser Zelt abbauen gehen. Und jetzt denke ich vielleicht so, hä? Warum müssen die da das Zelt abbauen? Wenn er doch gerade gesagt hat, dass sie hier in einem von so einem Dingern gepennt haben. Ja, das war nämlich folgende Situation. Diese Bungalows hier sind eigentlich nur für 6 Personen. So, wir sind aber mit uns beiden zusammen 7. Deswegen hatten wir halt ein Zelt dabei, weil auch eigentlich in dem Bunker 6 Leute voll gewesen wären. Aber dann konnte eben eine Person nicht. Das heißt, ein Platz im Bungalow wurde frei. Und deswegen haben wir es im Endeffekt einfach so gemacht. Leon und ich haben zwar unser Zelt aufgebaut, aber im Endeffekt hat halt einer von uns in dem Bett, was da frei war, gepennt und der andere einfach auf der Couch. Weil man da halt jetzt Duschen hatte, Kühlschrank, schon ein bisschen mehr Premium. Und deswegen müssen wir jetzt aber trotzdem einmal das Zelt abbauen. Und ja, das machen wir jetzt, ne? Genau, oder? Ja, machen wir jetzt. Knackig. Auf knackiger Basis, Leute. Fuck, Alter. Das sieht aus wie auf diesen Bildern, in Indien, wenn die so ja, Müllinseln zeigen und so. Ja, und Leute, wenn ihr wissen wollt, was hier für Leute waren, das sind alles Yaks dahinter. Bisschen auf eher so abgefuckter Basis. Ah ja. Also Leute, wir sind jetzt im Auto, alles ist eingeladen, um euch mal einen Teil der Gang vorzustellen. Also das ist Robin, der jetzt fährt. Das ist der Leon, das ist der Nick, den kennt ihr von der GTV bestimmt. Ich darf auch nur vorne sitzen, weil ich gesagt habe, dass ich was filmen will. Sag mal kurz Comedians, Alter, für 10 Sekunden bitte. Okay, freeze right there. Ich habe die Kamera dann einfach für eine halbe Stunde, 45 Minuten oder so einfach durchlaufen lassen. Da wir sind einfach so random Sachen bei rumgekommen, weil wir halt vergessen haben, dass die Kamera lief. Ein paar geile Sachen habe ich noch ans Ende als Outro gepackt, aber ich würde einfach mal sagen, ich lasse das jetzt unkommentiert zu stehen und enjoyt das einfach mal. Hier ist doch Kaffee on one, Digga. Kaffee auf Antoine. Aber jetzt haben das Geld auf Konto gewesen. Europa hat mich vom Kontinent gewesen. Also Ivana Visa, Alter. Ivana Visa, Junge. Schallert's bei dir noch ganz sauber. Was ist hier Schnellheit?
Wer ist mein Feuerzeug? Also Leute, ich habe euch ja gesagt, dass ihr mir ein paar Fragen stellen sollt oder beziehungsweise so Themen, über die man quatschen kann. Eine der ersten Sachen, die direkt reingekommen ist, eventuell auch von jemand, der in diesem Auto sitzt, aber ich weiß nicht so genau, da wurde auf jeden Fall geschrieben, wie läuft eigentlich die Arbeit an den neuen Presets? Hab voll Bock drauf. Ich bin dran, Leute, ich bin dran. Also eigentlich hatte ich geplant, Ende dieses Monats noch was rauszubringen, aber ich glaube, das wird vielleicht ein bisschen knapp, weil Produkt muss ja 1A sein. So wie in der Vergangenheit auch immer. Knappe Frage, die ich aber, glaube ich, auch noch nie irgendwo so beantwortet habe. Rauchst du? Nein. Paul, ja? Paul, was hältst du eigentlich von Fujifilm-Kameras? Boah, ich hasse solche Fragen, Alter. Du hast ja eine, ne? Ja. Welche hast du jetzt dabei? Also ich finde Optik halt immer geil. Ist halt, ich würde sagen, so die Leica für den Mann mit dem schmalen Portemonnaie. Das ist wie eine kleine A73. Ja. Nick, Ronald, ja, noch eine. Ich hätte da noch eine Frage. Der Jan Fröhlingsdorfer fragt, welcher Tee eignet sich denn eigentlich am besten zum Gelenkaufbau? Pfefferminz. Pfefferminz. Ja. Okay, Leute, dann haben wir das Shindy-Album zum ersten Mal gehört, was an dem Wochenende rauskam. Aber weil wir halt auf dem Festival waren, haben wir das alle einfach nicht gehört und haben es jetzt zum ersten Mal durchgehört. Und ich würde euch super gerne eigentlich gerade einblenden, wie wir zu den Lines abgehen, weil der Nick das auch so gefühlt hat immer. Und das so witzig ist, wenn man die Mucke dazu hört. Aber weil ich jetzt keinen Bock habe, dass das Video gesperrt wird oder sonst was, habe ich das einfach mal nicht gemacht. Jetzt kommt trotzdem mal einfach mal von uns eine kleine Meinung zum Shindy-Album. Ja, Jungs, dann auch mal raus vom Album Funded. Wie fanden wir das? Das war schon lecker. Schon krass. Saftig. Singles haben abgeliefert. Geile Kelly Beats, Drip. Videos alle krass. Probephase, ja, geile Lines. Sick gehalten. Ja. Mega gute musikjournalistische Einschätzung hier von uns an der Stelle. Wir haben uns dann alle nach und nach verabschiedet, sind dann nach Köln gefahren und haben. Der Nick hat dann den Leon und mich einfach zu Hause abgesetzt. This is Poncido. Hey yo, what's poppin', what's crackin'? Also, wir sind jetzt zurück. Wie gesagt, heute Abend geht's auf jeden Fall nochmal shooten. Da kann man auf jeden Fall nochmal drauf gespannt sein. Da werde ich vielleicht meine nächste Kamera in der Hand halten. Ich habe mir heute den Tag auch heute erstmal einfach so mäßig freigenommen. Deswegen geht's jetzt erstmal einen Döner holen. Und, dann ist es aufgefallen, braucht man ja Bargeld für. Und ich habe immer so eine Kleingelddose, wo ich halt einfach alles Kleingeld sammle, was immer so rumfliegt. Und jetzt geht's einfach mal darum zu gucken. Wir brauchen 10 Euro. Auf der Stack Kleingeld hier 10 Euro sind, weil ich finde, man denkt immer bei Kleingeld, ja, das sind so 1, 2 Euro, aber ist ja nicht so. Jetzt wird erstmal Para gezählt. Das ist schon mal 1 Euro. Das sind schon mal 2 Euro. 3 Euro. Also das hier sind jetzt 5 Euro klein. Und gebt ihr mal. Das ist schon nochmal so ein halber Lebensvorrat, der hier liegt. So, da kann ich mich schon mal ein bisschen drauf ausruhen. Weil wir brauchen jetzt doch nur 5 Euro, weil Leon die schon hat. Aber ich würde sagen, das hier sind nicht 10 Euro insgesamt. Aber das sind schon mal 5 Euro. Alter, Schmackofatz, Baba-Felge. Easy an der E-Klasse einfach mal so 28 Zoll Felgen aufgeklatscht. Hallo, 2 Döner bitte. Ich hab leider nur mega viel Kleingeld. Haben wir jetzt drauf geschickt. Salat wünsche ich gerne alles. Tschüss. Okay, Leute, also Mangal-Döner ist da. Ich mag das immer nicht so beim Essen zu filmen. Das stört mich immer ein bisschen. Ich stelle mich mal ganz kurz ab. So, dann snacken wir jetzt einmal auf. Ja, ganz genau, das haben wir dann auch gemacht. Zwischendurch kam dann nochmal eine ältere Dame, die mich gefragt hat, ob mir das nicht zu gefährlich ist mit der Kamera, die da so liegt. Aber das war alles kein Problem. Und dann musste Leon auch von da eigentlich auch schon zum Hauptbahnhof. Der gute Leon ist nämlich ein Kollege von mir aus Berlin und der nimmt uns auch gleich wieder. Das ist ja nicht sagen, wo ich wohne, Digga. Dann krieg ich die ganzen Fanboys noch vor die Haustür. Deswegen fährt der Boy, so wie ich auch sehr oft, jetzt mit dem Zug gleich sozusagen nach Berlin City zurück. Und ich werde danach, wie schon erwähnt, shooten gehen. Vielleicht mit meiner nächsten neuen Kamera. Die werde ich mir nämlich da schon mal genauer anschauen. Ich würde einfach mal sagen, wenn jetzt nichts Krasses passiert, dann wieder ich schauen und reingehauen. Dann, ich hole euch gleich wieder ab. Bis gleich. Alles klar soweit. Ich bin dann also bei Tobi und Norman in der WG angekommen. Norman ist der mit den kurzen Haaren, Tobi ist der mit der Cap, der mit der Leica. Und wir haben dann lange gequatscht, so lange, dass auch ein bisschen dunkel schon geworden ist, weswegen wir dann gar nicht mehr shooten waren, sondern nur noch über die Leica geredet haben. Das war auch super spontan und es gab noch tausend Sachen, die ich noch gar nicht so gesagt habe, warum ich das überhaupt für mich so entschieden habe, was, wieso, weshalb. Also sind auf jeden Fall auf ein paar Sachen noch gar nicht eingegangen. Das war jetzt einfach nur mal so ein 3-Minuten-Talk. Leica, ja, nein und was ich daran irgendwie so cool finde. Einfach.
Ich habe schon mal in der einen oder anderen Insta-Story oder in einem Video angeteasert, dass ich halt mit dem Gedanken überlegt, gespielt habe, mir eine Leica zuzulegen. Und du hast eine Leica. Ich eine und zwar Leica. Eine Leica Q. Ich schwank zwischen zwei Modellen so, nämlich der Q2, also das ist die Q1. Ich schwank zwischen der Q2, dem Nachfolger also, und einer gebrauchten 240er, Typ 240. Ich weiß jetzt schon, dass alle Leute schreiben werden so, oh mein Gott, so kein Mensch brauche überhaupt zwei Kameras, ich habe nicht mal zweilagiges Toilettenpapier oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht so. Schaut euch erstmal Norman hinter der Kamera, der gerade filmt, so auf der Basis. Der Bruder hat nämlich gerade meine Sony in der Hand, mit der ich halt alles mache, egal ob Fotos für meine Story, shooten gehen, meine YouTube-Videos, Auftragsarbeiten, Eventfilm, Musikvideo, ich mache alles mit der Kamera. Aber trotzdem, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich auf ein Festival gehe einfach und nur so Snapshots, sage ich mal, machen will, mehr so Erinnerungsbilder machen, dann ist das halt geil, wenn du halt so ein Ding einfach mal so rumhängen kannst. Erstens mal ist das Setup hier schon mal entscheidend leichter und kleiner, einfach physisch schon mal, das ist schon mal geil. Zweitens sieht es ultra geil aus. Und der Look natürlich. Also das sind die drei Punkte für mich und deswegen ja, sitzen wir jetzt hier, um einfach nochmal ganz kurz darüber zu quatschen, was so deine Erfahrungen damit sind oder mit der Thematik allgemein. Ob du sagen würdest so, das macht gar keinen Sinn, so wie du das denkst, das ist viel zu viel Asche, die du da rein investieren musst. Oder ey, das befreit dich voll kreativ. Ich habe dasselbe Setup wie du tatsächlich. Also ich habe auch die A7 III und benutze die auch fast immer nur für Auftragsarbeiten, ja, oder so. Und ich hatte aber, bevor ich mir die Sony gekauft habe, hatte ich selber noch eine ganz kleine Fuji, eine X100T. Ich fand die halt so geil, weil man nimmt sie einfach jedes Mal mit. Die war sogar so klein, dass du sie einfach in die Jackentasche packen konntest. Boah, krass, wow. Das geht hiermit nicht. Also du kannst zwar auch die Sonnenblende und so abmachen, dann ist sie wirklich schon klein. Also die habe ich auch schon mal in der Jackentasche in den Club geschmuggelt und so. Das geht auch. Also ich habe festgestellt, ich bekomme mehr Filmjobs, habe mir dann die Sony kaufen wollen. Und er wollte jetzt nicht müssen sagen. Nein. Ich wollte die schon haben, ja, ganz klar. Ja. Aber habe dann deswegen meine Fuji verkaufen müssen. So. Und dann liefen die Aufträge und so alles ganz gut. Und dann hatte ich wieder so viel Geld, dass ich sage, okay, jetzt kann ich eigentlich wieder den Schritt so machen, dass ich mir wieder so eine kleine Kamera kaufe. Weil ja, ich mache ja super viel auch Street-Fotografie und so. Ja. Wie der Zufall es so will, hat sich ein guter Fotografenkumpel von mir nämlich auch die Leica Q geholt und hat mich damit so ein bisschen so infiziert, sag ich mal. Ne? Und dann, habe ich mir gedacht so, du machst so gerne so Street-Fotos und so freie Projekte einfach, wo es scheißegal ist, ob der Fokus immer on point ist, ja, wo du einfach eine Kamera hast, mit, also die einfach Bock macht. So. Also ich habe sie auch gebraucht gekauft für 3,2 mit Versicherung und allem noch drin. Nice. Die kostet ja sonst 4,2 und die Q2 kostet glaube ich 4,7. Stärke ist einfach, was du gerade eben auch schon meintest, so, man überlegt halt nicht groß, nehme ich die Kamera jetzt mit oder nicht, sondern es ist halt auch mehr als eine Kamera, es ist wie so ein geiles Accessoire. So. Das ist schon ganz genau der Punkt, weil ich nehme meine Kamera schon wirklich überall mit. So, ihr seht Storybilder, wie ich im Rewe einkaufe. So. Aber es ist dann schon immer, nehme ich jetzt noch eine extra Tasche mit, nehme ich jetzt nochmal einen Rucksack mit, weil nehme ich noch ein Objektiv mehr. Das ist halt dann direkt so, das ist nicht mehr so ein... Ja. Ich gehe jetzt auf die Kirmes mit Norman, so, okay. Ja. Machst du einfach so. Genau. Du kriegst ja auch was für dein Geld. Wenn du dafür hast, dann kannst du dir so eine Kamera kaufen. Ne? Also ich werde wirklich sehr häufig gefragt, so, was hast du für eine Kamera und wie auch immer und wie sind so deine Erfahrungen damit? Und ich habe schon 100 Mal erzählt, auch die Kamera, damit machst du nicht automatisch bessere Fotos, nur weil du eine 5000 Euro Kamera hast oder so. Ja. Sie ist halt Vollformat, hat die übertrieben gute Linse, also da kommen halt einfach viele Faktoren rein, die wirklich halt einfach zeigen, okay, das ist eine mega geile Kamera. Man sagt dir auch immer, die beste Kamera ist die du dabei hast. So. Ich bin halt überhaupt nicht der iPhone-Fotografie-Mensch, so null. Und deswegen, auch das war halt so eine Sache, wo ich mir dachte, okay... Jedes Mal, wenn ich bei meinem iPhone die Kamera-App aufmache, denke ich mir so, ich kann nicht meine Kamera dabei. Ja. Ich sehe auch schon die Kommentare, ja, Alter, du kannst mit einer Leica nur, dieser Look ist, das ist alles fake und so. Ich war gut genug auf der Seite, die gesagt hat, ich habe 24-1-4, das macht keinen Unterschied. Einmal Q2 war das in der Hand gehabt, Fotos gemacht und gemerkt, ja, macht schon einen Unterschied. Mhm. Also ich werde euch auf jeden Fall im Weiteren auf dem Laufenden halten. Es wird sicherlich noch 1-2 Wochen dauern. Ich werde mir so ein Ding auch nochmal längerfristig ausleihen. Aber das war schon mal ein guter Talk auf jeden Fall. Ja, Leute, also dann würde ich sagen, den Leica-Kamera-Talk durchbreche ich den jetzt einfach mal. Ich habe euch mal ein ungefähres Fazit gegeben. Sorry für die absolute Randomness dieses Videos. Aber ich hoffe, ihr fandet es trotzdem cool. Checkt auf jeden Fall den Tobi-Boy ab. Mega krasse Bilder mit der Leica in Köln, natürlich auch in New York, in Hongkong. Absolut insane. Guckt natürlich auch beim Norman hinter der Kamera vorbei. Genauso krank. Lasst ein Video gerne da noch um, da, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da. Checkt Legend Presets aus, Leute. Ihr wisst ganz genau Bescheid. Es war mir wie immer eine Ehre, dieses Video zu machen. Haut rein. Peace out. Und tschüss. Wer ist der krasse mit French Montana und Travis? Lamborghini. Digga! Digga, straight up to nowhere. Digga! Yo, what's good up?